Bei mir ist eine Frau, die diese Partei auch schon in vielen Phasen erlebt hat. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin. Die Grünen durchleben hier einen Parteitag. Eine Partei, die Anti-Atompartei eigentlich ist, Antikriegspartei eigentlich ist, Antikohlepartei eigentlich ist. Was ist von Ihren Grünen übrig geblieben? Das sind die Grünen, wie ich sie mir wünsche, nämlich hart an der Realität segeln, aber die Grundwerte, die Grundüberzeugung nicht aus dem Blick verlieren und auch nicht verlassen. Und natürlich haben wir uns mit Krieg und Frieden immer wieder auseinandergesetzt, sind trotzdem der festen Auffassung, gegen den Autokraten Putin müssen Waffen an die Ukraine geliefert werden, genauso aber für Wiederaufbau gekämpft werden. Und was die Frage Atomkraft angeht, ich bin ja in Ostdeutschland sozialisiert, aber trotzdem war 86 Tschernobyl für mich ein ganz zentrales Erlebnis, auch für meine politische Biografie. Und wir sagen ja nicht, wir machen ein bisschen weiter mit Atomkraft, sondern wir sagen, wir brauchen möglicherweise noch einen kleinen Schritt, aber dann geht es eben auch nicht weiter, keine neuen Brennstäbe, das ist vollkommen klar. Und diese Partei ist auf eine Art und Weise nicht nur erwachsen, sondern auch verantwortungsbewusst und trotzdem bei sich selbst geblieben, dass ich ein bisschen stolz darauf bin, wo wir heute stehen. Stolz, das war auch das Wort, was Robert Habeck in seiner Rede erwähnt hat. Wenn Sie auf die Atomkraft schauen, Sie haben das angesprochen. Nun ist es ja so, dass auch zum Beispiel Wirtschaftsexperten sagen, dass man den Strompreis durchaus senken könnte, wenn man eine längere Laufzeit bis 2024 machen würde, die Brennstäbe kaufen würde. Das würde den Strompreis vielleicht sogar um 12% senken, sagt etwa Veronika Grimm. Ist das alles unsinnig? Blasen Sie das einfach in den Wind? Oder warum sind Sie da so hartleibig? Nein, wir hören ja die Expertinnen und Experten ganz bewusst und auch immer an. Bei der Atomkraft ist es ja so, dass man schon ehrlicherweise alle Kosten berechnen muss. Wir haben immer noch kein Endlager. Das wird sehr, sehr teuer. Die Brennstäbe, das Uran für die Brennstäbe, muss man eben auch bei Autokraten kaufen, vor allen Dingen in Russland. Und wenn man sich das alles zusammennimmt, die Transporte, die Sicherheitsüberprüfungen, die gemacht werden müssen, muss man auch mitrechnen, weil alle Atomkraftwerke müssten jetzt eigentlich erstmal ein Jahr stillgelegt werden, um überholt zu werden. Und alles das zusammen senkt erstens nicht wirklich den Strompreis. Zweitens verlängert es die Gefahr. Und drittens ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den man sagen muss. Atomkraft kann man nicht hoch und runter fahren. Genauso übrigens wie Kohle man nicht hoch und runter fahren kann. Und es bedeutet immer, die fossilen Energien verstopfen unsere Energienetze. Und das macht es alles immer teurer, immer länger, statt zu sagen, die Erneuerbaren müssen da rein und die brauchen den Aufwuchs. Sie sagen, das würde den Strompreis nicht senken. Es gibt Expertinnen, die sagen, es würde ihn senken. Gesamtrechnung, das war mir wichtig. Also ne, die Frage, was kostet das Endlager, was kostet die Sicherheit, das gehört ja alles dazu. Sie machen die Rechnung also etwas anders, haben wir gelernt. Blicken wir auf das andere Thema, was Sie auch in Ihrer Rede eben gesprochen haben, den Krieg in der Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine. Die Grünen mussten in Regierungsverantwortung oder wollten Waffen liefern, Panzer liefern. Für deutsche Außenpolitik eine Zeitenwende, die Olaf Scholz ja auch so benannt hat. Haben Sie keine Sorge, dass es Ihre Partei da zerreißt? Nein, die Partei steht dahinter sehr geschlossen. Und die Partei denkt ja an beides. Sie denkt an das, was jetzt notwendig ist, um der Ukraine zu helfen. Wir wissen ja, dass die Waffen wirklich einen Unterschied machen. Das sehen wir gerade in diesen Tagen wie nie zuvor. Und das andere ist, dass wir auch an den Wiederaufbau denken, dass wir auch an ukrainische Identität und Kultur denken. Das gehört ja dazu, dass wir das erhalten. Dass klar ist, die Ukraine hat ein Recht darauf, ein Existenzrecht als Ganzes weiter zu existieren. Und das alles zusammengenommen, das sind unsere Werte. Und es ist natürlich furchtbar, wenn man sie mit Waffen verteidigen muss. Aber ehrlich gesagt, dieses Land hat 2014 und in den Jahren danach schon mal versagt. Der Krieg geht nämlich seitdem. Und der Krieg geht nicht nur seitdem, sondern wir haben während dieser Krieg lief gegen die Ukraine als Deutschland Nord Stream 2 gebaut. Und alle diese Fehler gemacht, die gemacht worden sind mit den Vorgängerregierungen, das sollten wir nicht wiederholen. Sie haben die Annexion der Krim 2014 angesprochen. Wenn wir jetzt darauf schauen, was die grüne Außenpolitik betrifft, sagen Sie, Waffenlieferungen seien nötig. Von einem Frieden, von einer Lösung des Konflikts ist man weit entfernt. Nun sagen heute Deutschlandtrend, dass ein großer Teil der Bundesbürger sich wünscht, dass die diplomatischen Anstrengungen für einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland verstärkt werden und ein Ende des Krieges in den Blick genommen werden soll. 26% der Befragten sagen klar ja, 34% sagen eher ja.
müsste die Chefdiplomatin, die Außenministerin Annalena Baerbock, ihre diplomatischen Bemühungen auch Richtung Russland verstärken? Das tut sie ja. Gesprächskanäle bleiben offen, das ist ja klar. Aber was man eben nicht kann, ist, dass man, worüber will man eigentlich mit einem Vergewaltiger reden? Also es wäre sozusagen der Vergleich. Worüber will man genau jetzt mit Putin reden? Ich glaube, es müssen Voraussetzungen geschaffen werden dafür, dass Ukraine und Russland wieder diplomatisch miteinander umgehen können. Diese Voraussetzungen bedeuten aber, dass die Ukraine ihr Land selbstverständlich verteidigen muss. Und mit diesen Voraussetzungen kann dann auch wieder die Diplomatie in Kraft treten. Ich meine, wer Annalena Baerbock kennt, weiß, das ist ihr das Allerliebste. Sie hat es ja auch gemacht. Sie hat sich mit Lavrov getroffen und das war kein sehr angenehmes Gespräch. Und es war nicht nur eins. Aber in dieser Situation muss man sagen, die Voraussetzungen müssen heißen, wir unterstützen die Ukraine und die diplomatischen Möglichkeiten müssen dann alle ausgelotet werden. Wir sind übrigens damit ja nicht allein. Das kann man sich weltweit anschauen. Bei den Vereinten Nationen, dass im Grunde genommen alle demokratischen Länder dieser Welt und sogar noch ein paar andere sagen, das geht jetzt leider nicht anders. Sie sprechen jetzt nochmal die UN-Resolution an, auch von vor wenigen Tagen. Genau. Ja. Herzlichen Dank, Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin hier bei Phoenix, live auf dem Bundesparteitag der Grünen.